Komm, schneller packen, schneller packen. Komm, tschack, 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 tschack. Nee, ich Froschi töten. Der ist teuer. Naja, und er ist ein netter Kerl und so, aber primär ist er teuer. Und noch mehr fahren, ist doch langsam albern. So. Oh, oh. Also das wäre was, wo man hinter durchgehen kann und nicht, wo man runterfällt, aber okay. Also hüpf, hüpf, hüpf. Oh, oh. Ja. So, wir sollten echt ein paar rote Essenzen kaufen. Oder farmen gehen. Ich bin eher für kaufen, das geht schneller. Ah. Oh. Weil Gold finden wir zwischendurch eh immer. Und das hat bisher eigentlich ganz gut gepasst. Da gebe ich lieber ein bisschen Gold aus, als eine ganze Folge lang oder off-camera was zu machen. Also eine ganze Folge lang nur zu farmen oder off-camera zu farmen. So, da unten geht's runter. Da ist Joghurt. Da ist noch ein Farm. Die wollen doch alle veräppeln. Was ist hier? Oh. Da ist ein Weg zurück. Also, dahin zurück. Hierhin zurück. Und einfach zu Joghurt gehen und nicht in irgendwelche Löcher runterspringen. Alles nicht so gut. Ducken. Au. Ducken klappt nicht. Sehr schön in den Eisball gesprungen. Nee, nicht Froschi töten. Und mich auch nicht töten, das wäre schick. So, stirb, stirb, stirb. Ein Herzchen wäre schön. Und Tentakel töten. Zack, zack. Also Blutegel. Da ist schon wieder ein Farm. Können wir doch alle mal. So, 18 von 14. Wenn das keine extra Münzen gibt, weiß ich auch nicht. So, Licht, Auge einer Schlange und nicht baden. Hm. Noch ein Farm. Oh. Na, 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 na. Oh. Nein, nicht Froschi. So, ich will. Du hast alle Lichter in der Kanalisation gelöscht. Angezündet. Das Herz hätte ich ganz gerne. Hui. So, dann das Ding da oben anvisieren. Einmal. Zweimal. Hups. Hops. Oh. Das war jetzt nicht so schön. Habe ich genau taktisch meine Sprünge abgepasst und dann schießt, beißt das Ding genau zu dem Zeitpunkt, wo ich da landen will. Genau, du garstiges Ding. So, welcher Joghurt bist du? Du hast deine Aufgabe noch nicht abgeschlossen. Komm mal zurück, sobald du fertig bist. Was zur Hölle? Oh. Welche Aufgabe? Fahren im Dunkeln nicht. Kälter als Eis? Beschreibung zeigen. Koldachs gefangen genommen. Okay. Hier ist irgendwo Koldachs. Wir haben einen Zauberstab in der Hand. Wir brauchen Heilung. Heilung. Ich muss definitiv irgendwas Rotes farmen gehen. Fledermausflügel brauchen wir ja auch noch. So. Also, stirb. Stirb. Stirb, stirb. Boah, ist ja schnell. Den Zauberstab kann man richtig spammen. Tju, tju, tju. Tju, tju, tju. Oh. Na, 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 na. Nicht Froschi töten. Oh, oh, oh.
Sag dir nicht, Froschi töten, er ist teuer. Ich glaube, ich lasse das mit Froschi. Der ist zwar ganz nett gegen Fledermäuse und so, aber nicht wirklich wert. So, gib mir Koldax. Hm? Ah. Rest in peace. Oh. Nee. Was glaubst du da? Irgendwann kriege ich dich. So, wir brauchen bestimmt den Zauberstab mit Frost gegen die Viecher. Also so. Piu, 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 piu. Oh, zur Hölle bin ich. Oh, okay. Seid ihr tot? Nee, ihr wart nur eingefroren. Tust du weh? Nein. Koldax, raus da. Sterbender Koldax. Können wir das wieder zurücknehmen? Nein. Okay, also diese Feuerelementare und die Feuerhelme werden wir bestimmt in der anderen Welt auch haben. Wo uns Cera gewarnt hat. Hier ist er. Ich fand ihn in einem Kochkessel. Sie haben versucht, Koldax langsam zu schmelzen. Was für eine grauenhafte Marter. Dieses Element ist recht klein, weißt du? Ich dachte eher an eine meterhohe Kreatur. Er war viel größer, aber er verlor zu viel Essenz in dem Kessel. Ich will sehen, ob ich ihn retten kann. Hm, wie kriegen wir ein neues Haustier? Das dann auch stirbt und Gold kostet. Horashe Kolda Madech Sokor do Dirakas. Ist das wieder klingonisch? Klingt ein bisschen so. Hm, es funktioniert. Scheinbar hat er etwas Stärke zurückgewonnen. Allerdings wird er nie mehr der Alte sein. Fremder, kann ich dich um einen letzten Gefallen bitten? Nimm ihn mit. Ja, natürlich, was ist es? Nimm ihn mit dir, es war so klar. Er ist nun zu schwach, um alleine gegen die Gefahren dieses Ortes zu bestehen. Aber mit dir hat er eine größere Chance. Und er wird dir helfen, speziell gegen die Mächte des Feuers. Was für ein Zufall. Wir wollen gerade in eine Feuerdimension gehen. Na gut. Unser Held hat halt nicht die blühendste Fantasie und wir sind in seinem Kopf gefangen. Frost wirkt direkt im Gegensatz zum Feuer. Ein Frostangriff löscht eine brennende Kreatur aus und umgekehrt schmilzt ein Feuerangriff jedes Eis. Zack, hallo Koldax. Du bleibst am besten mal in unserem Rucksack, bis wir da sind, sonst stirbst du schon vorher. Oh, ganz viele Orks. Auch wenn es ja eigentlich Goblins sein sollen, laut Kommentar. Für mich sehen die aber aus wie Orks. Oh. Und vielleicht sollte ich einfach mal nicht alle töten. Es klappt nicht so ganz. Oh. So. Komm her. Einer von euch zur Zeit ist... Au. Eigentlich in Ordnung. Warum weckt er seinen Kumpel eigentlich nicht auf? Na gut. Nicht in Frage stellen. Einfach looten. So. Wir wollen... Was jetzt eigentlich? Wir wollen zurück zu Joghurt. Also da ganz im Westen. Zack, zack. Können wir uns denn nicht irgendwie schneller hin teleportieren? Genau, einfach zum Anfang der Kanalisation. Also das linke Tor. Dann geben wir Joghurt ab. Also die Kräuter bei Joghurt. Und dann sollten wir auch langsam mal wieder einkaufen gehen. Also primär Pfeile einkaufen gehen. Und Heiltränke. Und vielleicht eine Folge lang einfach nur farmen. Apropos Farm, wo ich es jetzt gerade sehe. Die können wir mal kurz mitnehmen hier. Genau deswegen. Rote Essenz. So. Und Herzen sind auch nicht schlecht. Oh, warte mal. Und Fässer für Pfeile. Kein einziger Pfeil. War so klar. Ah, vielleicht da unten. Kann man Frösche mit dem... Oh. Hammer töten. Ja, ziemlich gut. Ding. Ich wollte alle veräppeln.
Keine blaue Essenz, keine Froschzunge oder sonst irgendwas. Na gut, hier runter. Da ist Joghurt. Perfekt, perfekt. Nun kann ich Tee machen. Was zur Hölle? Vielen Dank, Fremder. Möge Glück mit dir sein. Hast du nicht etwas vergessen? Vergessen? Was? Meine Münzen. Münzen? Was für Münzen? Ich nicht erinnern. Ach nein, vielleicht helfen dir einige Schläge auf die Sprünge. Ach ja, nun erinnern. Hier hast du Münzen. 37 Stück. Hat man nicht was von 60 oder so ausgemacht? Na gut, also hier unten sind wir fertig. Wir brauchen immer noch zwei Statuenteile und große runde Saphire. Wir sind aber eigentlich hier oben schon einmal ganz lang gelaufen und haben überall nach den Statuenteilen gesucht. Na gut, gehen wir einmal hier alle Felder lang. Und gucken, ob irgendwo... Also haben wir zwei Felder nach rechts. Ist noch ein dunkles Feld. Das heißt, da könnte irgendwo ein Secret sein, wo noch Steinblöcke sind. Ist hier unten? Nix. Außer ein Helmchen. So. 6. Oh. Pew. So. Nimm das. Und jenes. Oh, mal 6. Die sind ja richtig gut. Also für rote Sensen. Auch wenn ich ja eigentlich nach... Oh, was haben wir hier? Grüfte. Ne, Grüfte geht nicht. Okay. Aber ich kann kurz gucken, ob da oben vielleicht irgendwo... auch noch Trümmerstücke waren. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich hatte schon mal geguckt, aber schaden tut's nicht. Nö. Aber rotes Zeug. Roter Schleim wollen wir nicht. Auch wenn ich irgendwie Verdacht habe, dass die anderen roten Essenzen für die höheren Heiltränke sind. Also wollen wir sie wahrscheinlich für später schon haben. So. Rote Essenz. Schön, schön. Pfeile sind auch schön. Noch mehr Pfeile. Ach ja. Langsam ist die Lootgöttin uns wieder hold. Aber jetzt hier. Oh, da kam man von der anderen Seite ran. Und da wollten wir nicht weiterlaufen, weil wir noch nicht die anderen Räume entdeckt haben. Das heißt, wir müssen jetzt einmal ganz außen rum. Oh. Ja, genau. Die Stelle kenne ich noch irgendwie. Sind wir recht häufig lang. Jo, hallo, au. Du mich auch. Geh weg. Viel zu langsamer Giftbolzen. Da war auch was. Und jede Menge Orks. Komm schon, gib mir Herzchen. Dafür seid ihr Orks doch bekannt. Den auch noch. Ting, ting, ting. Ja, schön, dass du 74 heilst. Ich treffe dich dreimal mit 95 in der Zeit. So, hoch, stirb. 161, du auch stirb. Gib mir Herzchen. Jo. Pfeile. Nö, Münzen. Jetzt einmal nach oben und gleich wieder nach links. Dann müssten wir da sein. Auch wenn wir dann da sind, nicht besonders vielen Lebenspunkten, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Und hier wäre ein Gate gewesen. Welches Gate bist du? Oh. Du bist... mittleres Gate. Ja, komm. Bemerken uns mittleres Gate. Und speichern jetzt mal kurz ab. Damit wir wenigstens volle Lebenspunkte haben, wenn wir in ein neues Gebiet reinlaufen. So, gespeichert und wir sehen uns gleich wieder.